So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Heute kam Folge Nummer, sag ich gleich, raus. Genau. Viele Erkenntnisse auf Cains Heimweg. Die Folge, wo ich das Planetarium betreten habe. Und dabei wurde mir dann geschrieben, dass ich ewiges Glück hatte, weil normalerweise ist die Chance, ein Planetarium zu finden, 1%, wenn man nicht Itemräume vorher skippt. Man muss, und das wusste ich nicht, und da wäre ich nie drauf gekommen, deswegen völlig in Ordnung, dass der Kommentar geschrieben wurde, man muss Itemräume skippen und mit jeder Ebene eines Itemraums, den man geskippt hat, erhöht sich die Chance, ein Planetarium zu finden, um 20%. Das heißt, man hat eine 100% Chance auf ein Planetarium, spätestens in Devs 2. Ja, weil dann haben wir ja vorher 5 Ebenen, 5 mal 20% ist gleich 100%. So, sobald man ein Planetarium gefunden hat, geht die Chance auf 1% wieder zurück und bleibt dann da auch. Das heißt, man fängt an, erst Itemräume zu skippen und auf dem Heimweg, das ist also jetzt für die Beast-Route vor allem sehr relevant, auf dem Heimweg kann man dann ja die Itemräume nochmal betreten. Das heißt, die Items verliert man nicht, man muss es halt nur schaffen, mit weniger Items erstmal runterzukommen. Deswegen werden wir jetzt natürlich einen One machen mit einem Charakter, wo ich den Tainted Dings noch nicht habe, versuchen aber gleichzeitig die Itemräume zu skippen, um möglicherweise ein Planetarium zu bekommen. Mal schauen, ob es funktioniert. Wir spielen mit Maddie. Da haben wir den Tainted Charakter noch nicht und ich muss langsam aufpassen, wo ich die noch nicht habe. Ja, es sind schon noch einige, wo ich es noch nicht habe. Aber wie gesagt, ich muss halt einfach ein bisschen aufpassen. Deswegen, wir spielen jetzt einmal, habe ich Maddie gesagt? Wie kann man die abkürzen? Ich nenne sie Maddie. Scheiß drauf. So. Ja, das heißt also, wir wollen jetzt skippen. Wir wollen jetzt schön skippen. Und ich wäre gerade einfach standardmäßig hier reingelaufen. Nein, also den skippen wir und damit haben wir dann in der nächsten Ebene schon 20% Chance auf einen Itemraum. Ja, und solche Items kann man natürlich sofort mitnehmen. Sehr guter Start. Optimaler Start. Holy moly. Was ist das bitte gerade für ein Start gewesen? Fantastisch. Direkt mal ein Damage ab bei ihr mitgenommen, was wichtig ist, weil sie hat echt nicht so ein gutes Base-Damage. So, Shop kann man natürlich betreten und gucken, was da so ist, ob da irgendwas Attraktives rumfliegt. Schlüssel muss man dann natürlich horten, ne, dass man die Schlüssel dann auch nutzen kann. Spader. Oh, ja, wow, okay, alles klar. Da haben wir schon mal den ersten Schlüssel, sehr schön. Da haben wir schon mal den zweiten Schlüssel, sehr schön. Da haben wir schon mal eine Pille, die wir noch nicht kennen. Nicht so schön. Maddie ist leider sehr langsam. Was ist hier los? Was ist hier los? Wir haben jetzt schon fast Full Health. Und ich meine damit nicht die Pille. Die haben wir auch. Hatte sie schon immer eine Full Health Pille am Anfang oder habe ich das irgendwie freigeschaltet in letzter Zeit? Ich weiß, hab's gar nicht realisiert. Gar nicht richtig realisiert. Okay, cool. Ja, das war doch eine schöne erste Ebene. Jetzt schauen wir, dass wir den Boss hinkriegen. Das Boss-Item kann man sich natürlich snacken. Aber eben ganz wichtig, den Itemraum skippen und schon haben wir jetzt auf der nächsten Ebene eine Fünftel Chance, dass ein Planetarium auftaucht. Das klingt doch super attraktiv. Hätte ich an der Stelle mal gesagt. Und vor allem, wenn man halt noch Zusatz-Items bekommt, wie hier, die Kapuze. Und das Cozy, also das ist natürlich, PJ5 heißt das Ding, glaube ich. Also das ist natürlich schon ein insaner Start. Das ist schon ein sehr guter Start gewesen. Bin ich schon sehr zufrieden mit. Und da gibt es jetzt nochmal Geld, dann könnten wir sogar... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es ein... Ich glaube, es gab kein 7er Item, ne? Ich glaube, es gab kein 7er Item, aber ich renne nochmal ganz fix in den Shop zurück. Ne, die Bombe war im Angebot, aber dann würde ich mir eine Bombe einfach mal snacken. Wer weiß? Wer weiß? Das blaue Herz auf jeden Fall nicht. Wir haben gerade so viel blaue Herzen bekommen.
und schwarze Herzen. Und also, wir müssten jetzt eine mega lange Reihe haben an Herzen. Die müsste mindestens in die zweite Reihe gehen. Rote Herzen dürften wir auch im Moment nicht brauchen. Das heißt, die bleiben hier liegen. Sehr praktisch für den Rückweg. Schön. Dann schauen wir mal, ob wir schon Glück haben und auf ein Planetarium stoßen. Wäre natürlich wünschenswert. Ja, schaut mal, wir sind fast voll mit Herzen. Das ist insane. Was für ein Start, oder? Also, das ist insane. So einen Start wünscht man sich, also wirklich. So einen Start wünscht man sich. Das war jetzt leider verschwendet, aber kann man nichts machen. So, jetzt halt wirklich gut spielen, dass ich nicht meinen Gewinn hier einfach verschenke. Ich habe so einen guten Spielfortschritt gerade bekommen durch diese Items. Ich darf den Fortschritt jetzt auf keinen Fall verschenken. Das wäre super traurig. Das wäre super traurig, wenn ich jetzt irgendwelche albernen Hits bekomme und dadurch... Na, aber wir haben auch schon den Damage bisschen zusätzlich bekommen. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Bin für den, vom Anfang her bin ich schon super zufrieden, was diesen One angeht. Und guck mal, da haben wir jetzt schon die Situation, dass wir die Bombe nutzen können. Aber wir warten mal noch ab, was es noch gibt. Weil es könnte ja auch goldene Bomben geben in der Ebene. Dann würde ich natürlich meine einzelne Bombe jetzt noch nicht zwingend verschwenden wollen. Da ist der Itemraum, aber den werden wir, wie gesagt, schön ignorieren. Muss ich mir jetzt ganz oft sagen, dass ich ihn auch wirklich ignoriere. So, da haben wir schon einen zweiten Schlüssel. Da haben wir einen Raum, der nicht weiterführt. Vielleicht zumindest mit einem schönen Pickup. Nix gibt's. Dabei sind die so lecker. Oh, jo, ich sehe einen Marked Stone. Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, dass die nicht schießen und natürlich erwischt mich eins. So, jetzt muss ich einfach schnell durch, dann sollte das passen. Okay. Ja, war ärgerlich. So, wir haben eine Bombe. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich den Marked Stone sprenge oder ob ich an die Truhe rangehe. Und in der Truhe könnten ja wieder Bomben drin sein und man weiß es nicht. Das ist das Ding. Aber wir gehen das mal weiter. Wie gesagt, vielleicht finden wir noch was. Vielleicht finden wir noch mehr spannende Dinge, die uns mehr Bomben besorgen oder so. Dann ist auch die Überlegung, setze ich meinen Schlüssel für den Shop ein bei 6 Münzen. Allerdings, bin ich ganz ehrlich, würde ich das eher nicht machen. Bei 7 Münzen wäre es mir auch noch zu vage. Den Shop kriegt man zwar nicht zurück auf dem Heimweg, aber das ist dann halt so. Sie braucht auch dringend mehr Range. Und das Doofe ist, was heißt das Doofe ist, aber das Yamhat kann ich jetzt im Moment überhaupt nicht nutzen. Weil ich natürlich, wenn ich Schaden kassiere, das ist kein Rotherzschaden, aber es ist ja auch gut, dass es kein Rotherzschaden ist. Wir arbeiten ja auch sowieso die ganze Zeit auf Angel Deals hin und die können wir jetzt ziemlich sicher auch so bekommen. Also, ne, das ist gerade schon ziemlich gut, was hier passiert. Wir haben noch so viele schwarze und rote Herzen, die unsere Herzen schützen. Das ist schon gut. Ja, da haben wir jetzt erstmal den Boss. Dann machen wir jetzt erstmal noch den Boss und gucken, was dem sein Item ist. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, wo wir die Bombe einsetzen. Oder haben wir ein Regenbogenhäufchen und einen Geldhaufen. Dann ist der Shop jetzt doch attraktiv auf einmal, ne? Ja. Ich werde diesen Dreierschuss nie vernünftig ausweichen können. Es ist so traurig. Jetzt saust er durch die Gegend. Da ist jetzt für unseren Speed, den wir verloren haben, nicht so cool. Aber es lief sogar ganz gut. Muss ich gestehen. Okay, also am besten ist es, man weicht dem komplett aus dem Dreierschuss. Und nicht so durch die Mitte. Ja, okay. Ach komm. Na gut, mach einen Abflug. Oh, jetzt wäre ich fast reingelaufen. Das wollte ich natürlich nicht. Ganz wichtig. So, Shot Speed und Damage Up. Sehr, sehr nice. Bisher sehr zufrieden mit der Geschichte hier. Und den Regenbogenhaufen können wir natürlich jetzt liegen. Oh! Ja, schade, dass wir den jetzt bekommen haben, aber sehr gut.
Denn wir haben jetzt zum einen zwar ein Trinket, was ich nicht hergeben möchte, aber wir haben ein Trinket. Und ein gutes Trinket, aber leider jetzt halt keine Münzen mehr. Na, jetzt ist natürlich zu spät, aber für die nächsten Ebenen ist es dann attraktiv, den Shop zum Beispiel zu suchen. Wo ist der Shop überhaupt? Haben wir noch nicht alles? Also, ich will jetzt hier nicht ewig lang rumlaufen, aber ich meine, es gibt dann wohl noch... Ah, hier ist der Shop. Okay, vielleicht haben wir ja Glück und die Feuer geben nochmal so ein paar Münzen her. Dann könnten die schon den Counterfeit-Penny nutzen, sinnvoll. Ich habe schon mal Counterfeit gesagt, aber es heißt, glaube ich, Counterfeit. I don't know. Ja, da haben wir schon einmal eine Münze zu mehr gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich will natürlich eigentlich nicht alle Räume durchlaufen, aber gerade in so einer kleinen Ebene kann man das mal noch machen. Vor allem, wenn wir haben gerade echt... Ah, schade, da war der Effekt nicht. Wir haben gerade echt gute Optionen. Okay, das sollte ja auch ohne Schaden funktionieren. Naja, passt. Okay, gibt nochmal einen Schlüssel mehr. Jetzt haben wir nochmal einen Schlüssel mehr. Das lässt mich auf jeden Fall die Entscheidung zur Truhe hin. Ne? Hindenken. Gucken wir mal, was rauskommt. Könnte ja auch Geld rauskommen. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt gehen wir trotzdem in den Shop. Der Schlüssel ist sowas von eingesetzt. Okay, da haben wir die lustige Lampe. Habe aber festgestellt, dass die Lampe gar nicht so lustig ist. Muss ich gestehen. Dann nehmen wir jetzt, kaufen jetzt einen Schlüssel. Und kaufen noch ein Soul Heart, einfach zur Sicherheit. Und dann war es das hier. Dann ist das okay. Dann ist das okay. Waren wir hier unten drin? Ja, ah ja, klar. Logisch. Gut. Dann Abflug. Na gut, jetzt haben wir wieder eine Bombe zurückbekommen. Okay. Und jetzt sind wir dann sogar auf Full Health. Also wirklich Full Health, wenn wir jetzt in die nächste Ebene gehen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir 40% Chance auf Planetarium. Ich will es nur gesagt haben. 33% Chance auf Angel Deals. Sollte jetzt eine dieser Truhen mich also porten zum Deal, wäre das schon ein Angel Deal. Schade. Komplett Misstruhen. Komplette Misstruhen. Vielleicht ist zumindest die Pille gnädig. Aber die Pille kann jetzt auch nichts Dramatisches sein. Selbst ein HP-Down wäre gerade nicht so dramatisch. Ja, okay. Ein HP abnehme ich natürlich auch. Dann können wir jetzt sogar einmal das Yamhat einsetzen, dass wir es eingesetzt haben. Okay, das könnte jetzt wehtun, weil die immer ein ganzes Herzschaden machen. Und ich würde aber gerne meine Herzen eine Weile noch behalten. Okay, beide erstmal wegmachen. Das ist ganz wichtig. So, sehr schön. Jetzt kann man uns um die hier kümmern. Gut. Gut, 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 gut. So. Diesmal sehen wir auch die Map, das ist auch sehr... Oh mein Gott, ich mag so Räume nicht, weil dann sind so viele Möglichkeiten. The Moon setze ich dann gleich einfach ein. Tour of Clubs setzen wir jetzt noch gar nicht ein. Tour of Spades setzen wir jetzt auch noch nicht ein. Und Jeraph hat... Oh mein Gott! So viele Kombinationsmöglichkeiten. Okay, wir gehen erstmal weiter. Mal die Viecher hier loswerden. Die könnten... Ah! Ich hasse euch. So einem Raum sind die echt stressig. So. Und so. Und da gibt es sogar eine Truhe für uns. Eine sehr attraktive Truhe. Sehr gut. Erstmal die Spinne. Alter. Das sind genauso Treffer, die ich vorhin gemeint habe. Obwohl ich jetzt so viele Herzen habe, kassiere ich Treffer, die einfach komplett unnötig sind. Ich könnte fast noch alle Herzen eigentlich haben. I
Wenn ich nicht so ein furchtbarer Spieler wäre, könnte ich noch alle Herzen haben. Okay, da ist der Bosskampf. Jetzt würde ich allerdings, da wir schon einiges haben, tatsächlich da noch nicht reingehen und mich erst noch ein bisschen umgucken. Vor allem Shop würde mich interessieren. Vor allem der Shop wirkt gerade sehr attraktiv. Und wir müssen ja auch schauen, ob irgendwo das Planetarium aufgetaucht ist. Also stimmt, ich muss ja trotzdem, es ist ja Quatsch, schnell zum Boss zu rennen. Ich muss ja die Ebenen kontrollieren, ob irgendwo das Planetarium ist. Ich muss ja dann wirklich alle Räume durchlaufen. Sehe ich schon richtig, ne? Ich muss ja dann trotzdem alle Räume durchlaufen. Zwar skippe ich die Itemräume und erhöhe die Chance auf Planetarium, aber dann muss ich es ja auch finden. Dann muss ich es ja auch finden. Ich weiß ja gar nicht, wo es sein. Also, ich weiß ja, ne? Ihr versteht, was ich meine. Boah, ich wollte gerade sagen, irgendwie hat die so einen roten Dings da unten. Oh! Alter, ich habe gerade fast den Laptop hier verrissen. Gott, mich reißt immer bei den Dingern. Okay, Shop und Itemraum. Aber Itemraum, wie gesagt, nicht betreten. Ganz wichtig, Itemraum nicht betreten. Ich meine, die Chance ändert sich jetzt nicht, ne? Also wir würden nach wie vor gute Chance auf Planetarium haben. Die wird jetzt nicht weniger, wenn man mal einen Itemraum betritt, aber sie erhöht sich halt auch nicht, wenn man ihn jetzt betritt. Wie gesagt, wir wollen ihn lieber auf dem Rückweg dann nutzen. Okay, das war, glaube ich, irgendwie so aus zwei Soul Hearts mach ein rotes oder so ein Kram. Hier ist eigentlich, also eigentlich ist jetzt hier gar nichts, was ich kaufen möchte. Aber komm, wir nehmen mal das Soul Heart. Und einen Schlüssel. Machen wir es mal so. Dass ich immer mindestens einen Schlüssel zusätzlich habe. Okay. 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 Das war's. Gut, kein Planetarium aufgetaucht. Ist in Ordnung. So, was machen wir jetzt hier? Was stellen wir jetzt hier an? Ich würde die Tour auf... Schwierig, ne? Also vor allem... Ah, kann ich noch nicht machen. Mache ich gleich. Ich wollte gerade sagen, vor allem lege ich jetzt die Full Health Pille erstmal in die... in den Bossraum, dass ich die nachher nutzen kann. Aber... was nehme ich mit, ist die Frage. Ich könnte Tour of Spades mitnehmen, um Schlüssel zu verdoppeln. Dann, wenn ich Tour of Spades mitnehme, kann ich Jera auf keinen Fall mitnehmen. Na, dann würde ich Jera jetzt natürlich einsetzen. Ich gehe mal auf 10 Münzen runter. Vielleicht kommt ein Trinket raus. Perfekt. Alter, das ist ja das schlimmste Trinket ever. Zum Glück kann man es wieder ablegen. Aber dann haben wir nämlich jetzt ein Trinket, was wir in den Bossraum legen können. Das war der Plan dahinter. So, und jetzt mache ich einmal Jera. So. Und dann mache ich einmal Two of Spades. So. Dann mache ich zweimal Two of Clubs. So. Dann gehen wir to the Moon. Ah, ich habe... Ja, jetzt habe ich Two of Clubs natürlich... Ja, war dumm. Never mind. Habe ich nicht nachgedacht. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht nachgedacht. Ja, ist okay. Blamed mich bitte. So, und das ist das, was wir mitnehmen. Damit gehe ich jetzt erstmal zum Bossraum. Das lege ich dann dort ab und dann hole ich mir die anderen Sachen. Und dann lege ich die dort auch ab. Einmal das Trinket, das daraus der Cracked Key wird. Und einmal das... Aua. Einmal das andere. Ah, Mensch, jetzt.
machst Brimstone-Kacke, ne? Ja, ja. Dachte nicht, dass du es zweimal machst. Das wusste ich nicht mehr. Das war mir neu. Freund. Du triffst mich zu oft. Das gefällt mir nicht. Ah, ja. Jetzt macht er wieder Brimstone-Müll. Jetzt weiß ich, dass er es zweimal macht. Ja, okay. Hat sich erledigt mit dem zweimal. So, schöne Spritze. Ab dafür. Damage. Fantastisch. Fantastischer Damage. So. Dann, das hier nehmen wir gleich mit. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen erstmal transportieren. So, hilft leider nichts. Transportieren dauert eine Weile. Die Full Health Pille. Und. Nee, die Dämonenkarte. So rum. Dann haben wir da sogar zwei Full Health Pillen. Shish. Ja gut, dann kann ich die Karte. Ach nee, ich kann nur eins mitnehmen. Dann so. Dann so. Dann so. Ach stimmt, ich kann aber ab hier ja sozusagen. Ja, okay, aber dann habe ich eine noch in Reserve. Na, aber ich muss ab hier den Cracked Key mitnehmen. Das heißt, ab hier kann ich dann wirklich keine Karte und so weiter mehr mitnehmen. Gut. Und Tour of Spades setzen wir halt ein, wenn es sinnvoll ist. Entschuldigung, um Gottes Willen, wenn es sinnvoll ist. Die kann ich erstmal keepen. Flooded Caves Nummer 2. Jetzt haben wir 60% Chance auf. Auf Planetarium. Also, wenn man so wie am Anfang halt gleich ausgerüstet wird, dann klappt es schon ganz gut, da durchzukommen, ne? Aber das Glück muss man erstmal haben, da so durchzukommen. Also das war jetzt aber wirklich pures Glück, dass ich da so durchgekommen bin durch die Nummer. Das hätte auch ganz anders laufen können. So, hier hinten geht's weiter. Da ist der Itemraum, den braucht man nicht. Aber den Raum müssen wir natürlich jetzt klären. Ich muss nur dran denken, auf keinen Fall in den Itemraum zu laufen. Sehr schön. Jeder Schlüssel ist ein guter Schlüssel. Prima, prima. Ah, ich habe mich gerade gewundert, dass es die Zeit da oben nicht anzeigt, aber die Zeit zeigt es nur an, wenn ich auf die Map gucke, oder was? Ach so, und wenn ich sie groß mache, dann zeigt es die Zeit auch wieder an. Okay, ich verstehe. Alles klar, war nur kurz verwirrt. Please excuse my Verwirrung. Oh, da ist jetzt auch wieder ein interessanter Raum. Aber wir werden jetzt vorher natürlich erst die Ebene abschauen, dass wir vielleicht noch mehr Schlüssel bekommen könnten. Ne? Ist klar, warum. Weil dann setze ich erst Tour of Spades ein. Jetzt setze ich Tour of Spades noch nicht ein. Vielleicht kriegen wir noch mehr Schlüssel, dann ist Tour of Spades sinnvoller. Wieso erkläre ich es überhaupt? Es ist euch allen klar, was ich dabei denke. Aber ich sag's einfach trotzdem. Als Lehrer sagt man sowieso immer alles doppelt und dreifach. Nur dass es da dann auch meistens sinnvoll ist. Das Einzige, was man nicht doppelt sagen muss, ist, es gibt heute keine Hausaufgabe. Das wird sofort registriert. So. Ja. Freund. Hasse euch. Hasse so gut wie jeden Gegner. Ich glaube, es gibt keinen Gegner, den ich nicht irgendwann mal gehasst habe. Ja. So. Kollege, ein Transport macht hier einfach weg. Haben wir irgendwas gespawnt? Nix. Komplett useless, der Raum. Ohne Truhe. Dafür werde ich jetzt schon mal eine Bombe opfern. Mit der Überlegung, dass in die Richtung ein Geheimraum sein könnte, weil es, naja, also muss nicht, aber könnte halt. Ja, wäre jetzt auch wirklich purer Zufall gewesen.
Ja, okay. Hat sich jetzt nicht wirklich als lukrativ erachtet, diese Truhe. Aber weiß man vorher ja nicht. Jetzt. Eine Münze gibt's nochmal. Wir sind aber sowieso auf dem richtigen Weg unterwegs. Ja, okay. Shop ist allerdings jetzt schon wieder auch lukrativ zum attraktiv zum Besuchen. So. Lukrativ muss er noch nicht sein. Ach, geht halt. Geht halt heim, ey. So, tschüss. Ja, coole Bombe. Die hier einfach spawnt. Okay, aber auch hier, bevor wir den Schlüssel einsetzen, werden wir natürlich unsere Schlüssel verdoppeln. Aber bevor wir Schlüssel verdoppeln, werden wir natürlich noch abklären, ob es nicht woanders noch mehr Schlüssel auf der Ebene gibt. Habe ich ja schon mal erklärt. Seht ihr, ich erkläre alles doppelt. Das ist einfach, das passiert ganz automatisch. Das muss ich nicht mal wollen. Okay, und hier ist dann der Boss. Kein Planetarium. Glück ist bisher nicht auf meiner Seite. Obwohl wir jetzt schon eine 60% Chance jetzt haben auf Planetarium. Wenn es so funktioniert. Vielleicht mache ich auch irgendwas grandios falsch und bekomme deswegen kein Planetarium. Ist natürlich auch denkbar. So. Jetzt ist la question. Es gibt schon recht viele Möglichkeiten für einen Geheimraum, ne? Wait. Ich glaube, die Möglichkeit scheidet jetzt schon aus. Ja, die Möglichkeit scheidet aus. Sehr gut. Das ist bisher möglich. Es ist immer noch möglich. Es ist nicht mehr möglich. Die Möglichkeit scheidet auch aus. Hier bleibt es möglich. Okay. Ich würde ja hoffen... Okay, hier ist es nicht möglich. Wir können uns nicht in den Stachelraum sprengen. Von hier aus würde es gehen. Von hier aus würde es gehen. Ich probiere mal einen. Kann ich mich dann in die Truhe reinsprengen, ohne die zwei Schlüssel zu opfern? Muss ich jetzt einfach nur eine Bombe opfern dafür? Sehr praktisch. Fantastisch. Unbekannte Pille. Münzen. Gut. Und fliegen. Okay, unbekannte Pille. Na gut, nicht so cool, aber kann man mitleben. So. Opfer ich zwei, ein rotes, ein schwarzes Herz, um da reinzugehen kurz und mal zu gucken. Bin ich gerade nicht so ganz der Meinung, dass ich das tun sollte. Aber dann setzen wir jetzt Tour of Spades ein und gehen in den Shop. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Tour of Spades. Wahrscheinlich kriegen wir eh einen Greedkampf ins Gesicht gedrückt. Die Stopwatch. Ich nehme ich mir mit. Auch wenn du die Broken Stopwatch bist, aber dich nehme ich mit. In der Hoffnung, dass... Ja, sehr nice. Das war ein sehr guter Beutel. Das war ein sehr guter Beutel. Das war insgesamt ein sehr guter Shop. Okay, machen wir Boss. Und wenn wir Boss gemacht haben, besuche ich noch den Stachelraum. Aber ich will erstmal natürlich meine drei Herzen nicht opfern, weil die könnten ja im Bosskampf draufgehen. Und wir haben eine 67,5% Chance auf Angel. Jo, und Gurdi ist auch so ein Kollege.
wo ich durchaus schnell meine Herzen verliere, wenn ich nicht aufpasse. Ja, genau wegen so einem Scheißdreck. Kann man eigentlich hinter denen laufen? Oh, der ist also wirklich nur in der Mitte. Ja, es ergibt auch Sinn, der ist nur in der Mitte. Man kann komplett hinter denen laufen. Habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ich war noch nie hinter Gurgi. Was ist passiert? War da eine Fliege? Das ist vom, also von den Schussausweichen her ist das echt gut, einfach um ihn rumzulaufen. Habe ich noch nie so gemacht. Und den gibt schon ewig, den Typ. Yes, da ist mein Engelraum. Und nochmal Damage ab. Yo, Maddie legt hier richtig los. Oder Maggie. Da gibt's den, Protect Me For Myself, Circle of Protection. Hätte ich jetzt nicht gewählt, wenn es ein wählbares Item gewesen wäre. Na, aber so macht man das natürlich. Dann gehen wir jetzt auch noch hier in den Kampf. Dann kann der Protection Circle gleich mal zeigen, was er kann. Sehr gut, machst du das Protection Circle. Sehr gut. Aua. Aua. Ja, so richtig viel protected der Protection Circle noch nicht. Jetzt hat er protected. Immer dann, wenn er was reflektiert, dann protected er in dem Moment. Okay. So, die Lavas können wir hier liegen lassen. Für später. Und jetzt haben wir eh sämtliches Zeug verloren. Dann können wir jetzt auch noch rote Herzen opfern. Da ist dann zwar das Fliegenherz dabei, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Weil den Stachelraum besuche ich jetzt auf jeden Fall. Es liegen so viele Erdherzen hier rum. Ja. Bevor da was Cooles im Stachelraum drin ist. Wir werden es ja gleich sehen, ob es das wert war. Wir werden es ja gleich sehen, ob es das wert war, den Stachelraum zu besuchen. Klar, das Fliegen-Item ist dann weg. Na komm, jetzt gehe ich auch hier rein. Ja, ne? Haben wir einen Schlüssel mehr. Kann man machen. Kann sogar einfach das Yamhat einsetzen. Null. Okay. Trotzdem wäre es jetzt natürlich schön für die nächste Ebene wieder Soul Hearts und so weiter zu haben. Es ist echt schade, dass wir alle verloren haben. Das ist schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen, wie sagt man... Was ist das für eine Pille eigentlich? Ach, scheiße. Kannst du behalten. Wusste, ich hatte die schon mal. So, da war kurz eine Störung und ich wurde gestört. Ich mache mal ganz kurz Folgendes. Aber in letzter Zeit stürzt es nicht mehr ab. Wahrscheinlich seit wir die Mods raus haben, stürzt es nicht mehr ab. Ich mache trotzdem kurz den Schuh. Und continue einfach eine Runde. So, gut. Ja, der Speeddown hätte ich erkennen können, war Schwachsinn. Aber ist egal. Ist egal. Passt schon. So, in der nächsten Ebene haben wir jetzt 80% Chance auf Planetarium. Also, wenn es dann nicht kommt, dann habe ich in der Runde wirklich einfach Pech gehabt und es kommt wirklich ganz zum Schluss, weil bei 100% muss es ja kommen. Na, ganz klare Geschichte. Okay, also Abflug. Gut. Da gehen wir jetzt natürlich noch nicht gleich rein. Ganz logisch. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Aber das ist jetzt natürlich schwierig. Ne? Weil, ist logisch. Okay, wir haben noch ein zweites Trinket. Okay. Please don't hit me, Mom. Wie viele kommen von dir? 2. That's it. Okay. Da liegt ein Herz rum. Good to know. So. Okay.
Oh je, das wird der Raum, in dem ich getroffen werde. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Gegen diese blöden Knochenheinis bin ich so dämlich immer. Yo. Die sind... Yo, der Kreis hat sie einfach erledigt. Wie nice. Der Kreis hat sie einfach erledigt. Sehr, sehr gut. Kommt da noch ein Pin irgendwo? Das ist nur der kleine Geist. Gut, soll mir recht sein. Itemraum, nix für uns. Und die Dings hat sich eingesetzt und für mir Slow Mode gegeben. Finde ich auch gut. Jetzt ist allerdings alles schnell, das kann halt auch passieren. Na, da steckt man natürlich nicht drin. Nice. Also Schlüssel haben wir auf jeden Fall schon mal genug für den Rückweg. Das ist schon sehr praktisch. Wir kommen also an alle Itemräume auf jeden Fall ran. Please don't hit me, guys. Vorsichtig, nicht auf das rote Zeug laufen, wenn es glitzert und leuchtet. Okay, noch ein Trinket. Oh shit! Es musste ein Minipin sein, der es beendet. Es musste ein Minipin sein, ne? Das war ganz... Und in dem Raum kriege ich jetzt zwei blaue Herzen. Ah! Na gut, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Es ist so frech. Jetzt kriege ich den ganzen Schutz und der Minipin hat es einfach beendet. Ah, ey. Dreckiger, kleiner Mist-Mini-Pin. Du Hund! Ah, cool. Okay. Wow! Hier ist wieder alles schneller, wenn ich es richtig sehe. Ey, aber das ist... Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Der One hat wirklich, was Glück angeht, mit den Items und so, ne, so gut angefangen. Dann ist es jetzt halt so. Trotzdem ist es ärgerlich. Trotzdem ist es echt ärgerlich, auf welche Art und Weise das jetzt gelaufen ist. Oi. Oi. Ich glaube, da mache ich mit dem Ring am Ende mehr Schaden. Ich mache mit dem Ring einfach gar... Ach doch, ich mache mit dem Ring Schaden. Muss ich den ja, so... Wann genau mache ich Schaden? Wenn der genau auf dem... Irgendwie so, okay. Jo, er muss den berühren. Okay, Shop ist natürlich attraktiv. Es ist so frech. Wäre ich erst hier hochge... Mann, ey. Wäre ich erst hier hochgelaufen, hätte ich... Ah, ich könnte mich aufregen, ne? Dann hätte ich den Schutz gehabt. Oh, 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 Doppelung, 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 Doppelung. Müssen wir abwarten, was das Boss-Item wird. Wenn es useless ist, schade. Wenn es nützlich ist, super. So. Müssen wir abwarten. Aber das natürlich eine gute Sache. Okay. Jetzt einmal der Versuch, sich in den Stachelraum zu sprengen. Hat funktioniert. Dann kommen wir nämlich komplett gratis in den Stachelraum. Sehr schön.
Ach, geh heim. Ich möchte es nochmal betonen, nur weil ich jetzt viele Herzen habe, passiert es wieder, dass ich mich öfter treffen lasse. Das ist so eine psychologische Sache, also das ist einfach ganz, ganz dumm. Was ist, wenn man zweimal 50% einsammelt? Wenn ich das jetzt verdoppelt, nee, ist das natürlich Schwachsinn. Mach mal nicht jetzt, mach mal nicht. So, was haben wir hier? Eine Truhe. So, lead me to victory oder so. Bin total relaxed. Alles gut. Ach, das ist nicht Victory. Okay. Aber dann haben wir den Stachelraum auch hier sehen. Prima. Dann nehmen wir uns jetzt das Verdopplungs-Item. Wobei die Frage ist... Naja, das Yamat kann ich hier eigentlich wirklich im Shop liegen lassen. Aber ey, schaut mal. Es ist kein Planetarium. 80% Chance. Kein Planetarium. Richtig Pech bisher. Dann muss es aber in Devs 2 kommen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Wenn ich alles richtig gemacht habe, muss es jetzt in Devs 2 kommen. Das Doof ist nur, das Yamhat, naja, ich meine, gut, es ist ein Herz, was ich auflade. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwelche krassen Verstärkungs-Items für das Yamhat bekomme, ist es jetzt auch nicht so mega attraktiv. Und es kann halt auch für andere Items wiederum cool sein. Wenn ich es in der Ebene jetzt gleich einsetze, dann ist es ja sowieso okay. Dann kann ich mir das Yamhat wiederholen. Wenn ich es jetzt in der Ebene nicht gleich einsetze, dann ist es halt... Achso, oh Gott, ich muss ja alles noch sprengen. Oh Leute, es tut mir leid. Wir müssen uns leider noch ein bisschen hier in der Ebene aufhalten. Ich habe noch gar nicht nach Qual Spaces geguckt. Jetzt hasst ihr mich wieder. Ich weiß, es tut mir leid. Please don't hate me. Aber wenn ich schon goldene Bomben habe, dann nutze ich die natürlich auch. Guck mal, da war ein Lackup dabei. Oh, ja, dann nutze ich die natürlich auch. So viel dazu. Na? Oh, nee. Ach, die sind so auseinander. Ich will das nicht. Ist jetzt ärgerlich für euch, dass ich realisiert habe, dass ich noch Bomben habe, ne? Ist jetzt ärgerlich, tut mir leid. Den zu sprengen erhöht übrigens auch die Chance auf die Deals. Oh nein. Please don't be mad. Ich beeile mich ja schon. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich beeile mich ja schon. Ich wollte kurz gucken, ob wir noch die Chance eigentlich auf Speedrun haben. Haha. Nein, haben wir natürlich nicht. Ich muss aufpassen, wenn ich in den Raum zurücklaufe, dass das Ding da mir gleich um die Ohren fliegt. Ach, hier ist auch nochmal Quatsch. Aber ich glaube, hier kann es gar keinen Qual Space geben, ne? Ich glaube, in dem Raum gibt es gar keinen. Ich weiß es nicht. So, weg. Okay. Aber wir haben ja schon ein Trinket eigentlich abgelegt. Ich krieg ja schon den Cracked Key. Soll ich zur Sicherheit noch ein Trinket dann ablegen? Wir legen zur Sicherheit noch ein Trinket dann ab. Ach, da ist ja auch noch ein. Mein Gott, so jetzt Bosskampf, Abflug. Ab da. Monstro 2. Da kann ich jetzt eigentlich recht schön nah mit dem Kreis hin, weil der ja auch nur sein komisches Brimstone macht und mal ab und zu mal ein bisschen schießt. Und ich sehe da was. Da gehe ich doch gleich rein in die Masse. Ah, das habe ich zu bald eingesammelt. Das habe ich eins zu bald eingesammelt. Das war dumm. Macht aber nichts. Das war richtig dumm.
Ach komm, jetzt wird's peinlich wieder. Jetzt wird's wieder richtig peinlich. Zwei Herzen schon verloren. Nee, drei Herzen schon verloren an dem Kollegen. Weil eins habe ich ja wieder eingesammelt. Das ist halt echt, ne? Das ist so dumm. Nur weil man viele Herzen hat, wird man plötzlich so unnachlässig. Wär ich da jetzt mit zwei Herzen reingegangen? Alter, dreieinhalb. Okay, ich werde mit einem HP abbelohnt. Ich habe ja so Sachen wie Full Heal und so weiter liegen lassen. Also, für mich sind im Moment rote Herzen eigentlich attraktiver. Wir verdoppeln das. Dann kann ich auch mein Yamhat wieder mitnehmen. Und weiterhin hoffen, dass wir irgendwie so Batterie-Items noch bekommen, die halt das Yamhat verbessern. Weil dann könnte ich öfter mal mir ein Herz auch regenerieren, was halt schon praktisch wäre. Na? Ihr versteht, was ich meine. So. Jetzt haben wir alle Itemräume geskippt. Der nächste muss jetzt ein Planetarium beinhalten. Devs 2 muss jetzt ein Planetarium haben. Ansonsten verstehe ich die Welt nicht mehr. Ansonsten habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil es muss 100% sein. Ne? Counterfeit, Penny. Da hätte ich schon wieder Blödsinn gemacht gerade. Das hätte einen wieder Geflame gegeben. Wollen wir nicht. Geflame wollen wir hier nicht haben. So. Und dann kann ich aber auch mit ein paar mehr Cracked Keys experimentieren, wenn wir dann eh auf dem Heimweg auch die Itemsräume suchen. Vielleicht finde ich sie so ein bisschen schneller. Sowas wie Kompass finden wäre dann jetzt natürlich noch gut, weil man dann auf dem Heimweg schneller die Itemräume findet. Weil die Itemräume muss ich dann natürlich noch ablaufen. Also da müssen wir dann schon noch durch ein paar Räume durchgehen, die eigentlich nicht so cool sind wahrscheinlich, weil da viele böse Gegner sind. Aber es ist für die Itemräume. Na? Ich bin sehr gespannt, wie wir uns da anstellen werden. Wenn wir noch ein bisschen mehr Speed bekommen könnten, wäre super, weil gegen Beast mit dem Speed ist nicht so attraktiv. Ich weiß nicht, warum ich heute so oft attraktiv sage. Es ist, keine Ahnung, es passiert einfach. Haben wir den? Ja, haben wir. Passt schon. Alles gut. Alles gut. Abflug. Devs 2. Ganz wichtig, wieder den... Ne, müssen wir gar nicht. Wir haben Hermit. Ich kann mich in den Shop transportieren. Ich kann mich in den Shop teleportieren. Es ist eigentlich alles gut. Das ist gar nicht gut. Das will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Leave me effing alone. Okay, noch ein Trinket. Aber keins zum Mitnehmen. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Aber wir sammeln erstmal Münzen auf der Ebene. Wobei, ist eigentlich egal, ne? Aber die Stacheln hören nicht auf. Die Stacheln werden da jetzt immer sein. Das ist kein attraktiver Bettler. Will ich da jetzt rumlaufen und immer wieder... Oh mein Gott. Ja, komm. Sobald ich einmal getroffen werde, höre ich auf. Shit. Ja. Da hat es dann auch von selbst einfach aufgehört. Scheiße. Was ist das für ein Trinket? Muss ganz kurz einmal nachgucken. Ganz fix einmal nachschauen. Please don't be mad. Ist ein ganz normales Trinket. Ich habe es schon 300 Millionen Mal. Ah, gibt eine Chance auf eine kleine Batterie nach einem Raum. Okay, also erhöht die Chance. Ja, okay, es ist an sich eine gute Geschichte für ein Batterie-Item, aber jetzt auch nicht so mega krass. Also ich bleib bei meinem Counterfeit-Penny natürlich.
drum rumlaufen. Ganz klare Geschichte. Okay, die sind geslowed. Ja doch, die sind geslowed. Passt schon. Okay. Do your thing. Ach, Käse. Auch Käse. Oha, wohin führt der Weg? Der Weg könnte am Ende zum Boss führen. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Freunde. Ja, okay. Schwarzes Herz hat geregelt. Wenn auch nicht so, wie ich wollte. Ja, shit. Da müssen wir nochmal zurücklaufen. Ich will schon erst nach Planetarium gucken. Ach, Mensch. Jetzt muss ich durch den blöden Stachelraum nochmal durch. Oh nein. Was bist du jetzt wieder für ein Viech? Die bedeutet immer nur Probleme. Oh ja, okay. Passage kann man gleich mal einsetzen und gucken, was es für ein Dings ist. Nein, da gehen wir nicht durch. Kritisch. Aber es hätte halt ein Crawl Space sein können, deswegen habe ich es gemacht. Aber so ist kritisch. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht reinrenne versehentlich. Aber so doof bin ich natürlich nicht. Ach ja, so. Nein. Aber da wir auch noch kein Dings hatten. Mama. Da wir auch noch kein. Ach Mann. Dings hatten. Greed im Shop. Könnte es natürlich sein, dass wir auch noch einen Greed im Shop bekommen. Ansonsten wäre ein Shop eigentlich auch wieder attraktiv. So, wir haben jetzt nur zwei blaue Herzen. Da will ich eigentlich noch nicht unbedingt den Stachelraum betreten. Itemraum. Ich bin wirklich gespannt, ob jetzt ein Planetarium kommt. Meiner Rechnung nach müsste eins kommen. Ich habe jeden Itemraum geskippt. Ich war in keinem Itemraum drin. Hier ist übrigens die Karte. Die The Fool-Geschichte. Wir nehmen trotzdem mal The Fool. Nicht, dass mit Hermit irgendwas schief geht. Man weiß es ja nicht so genau. Ne? Aber habe ich jetzt nicht alle Räume durch? Wo ist mein Planetarium? Wo ist mein Planetarium? Wieso habe ich jetzt Mr. Me mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach draufgelaufen. Ich habe doch alle Itemräume geskippt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wir haben alle Räume gesehen, ne? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oha. Oder habe ich das falsch verstanden? So. Wenn ein Planetarium auftaucht, dann ist es 100% oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, Mensch, jetzt hör doch auf. Ich gehe extra über den Raum, damit ich mein Herz nicht am Stachelraum verliere. Und jetzt verliere ich mein Herz hier in dem Raum. Das ist natürlich auch wieder Schwachsinn. Das war jetzt natürlich auch wieder kompletter Unfug hier. Weder Stachelraum ist das nicht wert gewesen. Nope. Nope. Kompletter Müll. Na gut. Na gut, dann können wir jetzt auch noch eine Runde spielen.
Dann können wir jetzt auch noch eine Runde spielen. Auf Pretty Fly Basis. Und auf HP-Up-Basis. Wenn hier noch Herzen spawnen sollten. Allzu viele liegen jetzt nicht in der Ebene rum. Sehr gut. Also wenn die nicht den Modus hätten, dass die irgendwann kaputt gehen würden, würde man das jetzt unendlich machen können. Das ist, ne? Schon ganz lustig. Ja. Wenn sie nicht irgendwann kaputt gehen würden. Okay, da oben liegt noch ein ganzes Herz rum und das war's dann. Es will aber auch nicht explodieren, das Ding, ne? Es will einfach nicht explodieren. Ach, komm schon. Oh, der Doorstopper. Du könntest mir noch blaue Herzen geben, Kollege. Danke. Ja, nö, ist okay. Ich hab noch nicht genug Geld. Sind die schlimmsten Räume des Spiels. Es ist so furchtbar. Ich weiß, dass ich auch... Aber es nützt mir halt auch was. Geh kaputt oder mach irgendwas Gutes. Judgment. Es hört nicht auf! Behalten die Range Down. Okay. Ja, ich habe. Vor allem, ich muss dran denken, dann mit The Fool da rein weiterzugehen. Nee, eigentlich können wir aufhören. Wir sind voll mit Herzen. Passt schon. Passt schon. Wir sind voll mit Herzen. Ist schon okay. Ist schon okay. Oh nee. Ich hab den vergessen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein, jetzt hat er das... Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir nochmal spielen gehen, aber dann hat er schon eingesammelt. Ja. Und? Kann ich jetzt bitte mit der Karte hier rauslaufen aus dem Raum? Danke. So, jetzt aufpassen, dass wir uns nicht nach The Womp porten. Und da gleich in den Dings reinlaufen. Den da hier, der ist ganz weit unten. So. Aber wo ist mein Planetarium? Dachte, ich habe 100% Chance. Scheinbar nicht. Scheinbar habe ich da was falsch verstanden. Na gut. Oh, langsame Mom. Langsame Mom ist langsam, sehr praktisch. Oh, können wir bitte, bitte auch langsames Dogma bekommen nachher? Ist wie. Jo, wieso leckt sie denn jetzt einfach rum? Nur weil sie langsam ist. Und 56% Chance auf Angel. Natürlich auch eine coole Geschichte. Okay.
Habe ich die Chance durch die Spielerei jetzt so hoch getrieben? Dann hätte ich mehr spielen müssen wahrscheinlich, ne? Habe ich gar nicht wieder realisiert. Habe ich wieder gar nicht realisiert, weil es muss ja irgendwas sein, was ich in der Ebene gemacht habe. Vorher war sie nicht so hoch. Jetzt ist die einfach auf 56% gehen. Hätte ich mehr spielen müssen an dem Weisheitsautomaten? Hebt das die Chance hoch? Oder so Zeug. Oder der Geldauto. Oder der. Die Donation Machine könnte es auch sein. Du spendest Blut und dafür bekommst du Angel Chance. Yes, auf jeden Fall kam der Angel Deal. Nice. Was hast du für mich? Ja, moin. Ja, moin. Da gönne ich mir doch einfach mal eine Runde. So, Abflug. The Fool. Polaroid habe ich mitgenommen. Machen wir hier auf. Aber, okay. Aber bei bei Dings Mausoleum 2 oder Gehenna 2, je nachdem was es ist, muss doch jetzt auch nochmal Planetarium. Also wenn es jetzt nicht auftaucht, dann weiß ich nicht mehr. Dann ist wirklich irgendwas grundsätzlich schief gelaufen. So. Die Tour of Diamonds setze ich jetzt einfach ein, oder? Ach, das ist so... Man könnte noch 3 Millionen Jahre hier dran spielen. Ja, ich könnte halt... Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, es könnte halt sowas wie Devil kommen und das nehme ich dann schon lieber mit. Aber ich kann es ja nicht mal mit... Nein, ich kann ja zum Endkampf keine Karte mitnehmen, weil ich ja den Curt Key mitnehmen muss. Das ist übrigens ein Vorteil, wenn man erst nur den Tainted-Charakter freischaltet und später... Ja, komm, wir hören jetzt hier auf zu spielen. Und später... Dings macht. Weißt du schon. Hier. Und später Beast macht, weil man dann nämlich so eine Karte mitnehmen kann. Versteht ihr? Das ist, also aus meiner Sicht ist das ein Vorteil. Wo habe ich denn die Shop-Karte liegen lassen? Hier, ne? Perfekt. Ne, das ist aus meiner Sicht ist das ein Vorteil. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe das so. Okay. Abflug. Da ist mein Planetarium. Jetzt aber. So, was haben wir denn hier Hübsches? Double Tap Dash. Oha. Oha, okay. Macht der Schaden auch? Also den kann man nicht die ganze Zeit einsetzen. Wenn man blinkt, kann man den einsetzen. Frage ist, was der so kann. Wir werden es rausfinden. Muss ich gleich mal gegen Gegner ausprobieren. Jo, er macht Schaden. Und zwar mehr als meine Tiers. Jo, okay, alles klar. Interessantes Ding. Interessantes Ding. Okay, allerdings macht er keinen One-Kill. Also One-Hit macht er nicht. Aber er macht gut Schaden. Yo, er macht richtig gut Schaden. Mag ich. Münzen brauche ich nicht einsammeln im Moment. Ja, und jetzt habe ich das Planetarium. Jetzt kann ich den nächsten Itemraum gleich mitnehmen, wenn ich ihn finden sollte, ne? Oh, okay. Das war jetzt ein etwas größer, stärkerer Gegner. Da hat es noch nicht gereicht. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da keinen Quatsch mitmacht. Oh, der hat nicht funktioniert jetzt. Der hat funktioniert. Ja, Schlüssel haben wir genug. Brauchen wir jetzt nicht holen. Dafür setze ich jetzt keine Bombe ein. Und da ist schon der Bossraum. Ich will aber vorher zum Shop auf jeden Fall. Okay, ich merke schon, es ist gar nicht so klug. Ne? Es ist gar nicht so klug. Es ist gar nicht so klug, dieses Item, wenn man es dumm einsetzt. Weil so habe ich jetzt gerade mich da mit selber getroffen wieder. Das war nicht so klug. Okay. So, wir müssen aber noch Shop finden. Und damit wir den Shop finden, porte ich mich einfach hin. Denn dafür haben wir... Ja, jetzt gibt's more options. Nützt mir jetzt gar nichts mehr. Ich kaufe es trotzdem, Lul. Ich meine, ich habe Geld. Warum soll ich es nicht kaufen?
Warum soll ich jetzt hier nicht einfach Geld ausgeben? So, ne? Ergibt keinen Sinn. Ja, klar, nochmal der Hermit. Jetzt brauchen wir auch kein der Hermit mehr. Tiersab ist sehr nice. Stimmt, unsere Tiersrate ist eigentlich ziemlich low. Das ist allerdings wahr. So, und den Itemraum kriegen wir sowieso auf dem Rückweg mit. Also da muss ich jetzt gar nicht lange ewig rumsuchen. Da gehen wir jetzt einfach erstmal zu Dead's Note. Sammeln die ein. Und dann passt die hier Schicht. Ha, kann ich Steine kaputt rennen? Das muss ich testen. Okay, kann ich nicht mal. Kann ich nur damit Gegnern Schaden machen? Hätte jetzt gedacht, dass sowas vielleicht auch möglich ist. Kann ich damit über Lücken? Das können wir auch mal testen. Wo war denn hier eine Lücke? Da war eine Lücke. Auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt lese ich es mal. Jetzt lese ich mal, was das Ding kann. Vielleicht haben wir es ja auch schon rausgefunden. Kann ja sein, dass es nicht mehr ist. Muss ja nicht jedes Item extremst großartig sein. Allows Isaac to charge by double tapping. Haben wir verstanden. Dealing damage. You are invincible while charging. Can be used multiple times per room. Ja, haben wir verstanden. Okay, der Schaden ist abhängig von meinem Damage. Mal 4 plus 8. Okay. Aber was ich, wie gesagt, nicht verstanden habe, ist, warum die Wahrscheinlichkeit jetzt in Deaths 2 nicht schon 100% war. Habe ich da irgendwas nicht realisiert, wie das funktioniert? Man weiß es nicht so genau. Egal. So, wir haben... Jetzt muss ich halt wirklich aufpassen auf dem Rückweg, dass da nichts schief geht. Also ich bin schon happy, wenn wir Tainted freischalten, ne? Und wir kriegen ja noch ganz viele Items. Ich bin, wie gesagt, schon happy, wenn wir Tainted freischalten. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool, wenn wir Tainted-Kram freischalten, wäre schon super. Wenn ich invincible bin, komme ich vielleicht über Stacheln drüber. Aber will ich das jetzt wirklich testen? Eher nicht. Yo, mein Gott. Da nehme ich die Charming-Dinger mit. Alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Ich meine, den D6... Ihr hättet jetzt garantiert den D6 mitgenommen, ne? Aber dann werde ich wieder... Dann bin ich wieder in dem Modus, dass ich so viele Möglichkeiten sehe und dann... Da kriege ich gedanklich einfach die Krise. Ich weiß, ihr hättet jetzt sicher den D6 mitgenommen. Ist mir bewusst, ja? Ich bin nicht doof. Es ist mir bewusst. Ihr sagt jetzt, nimm den D6 mit, aber... Nee. Das ist so... Sobald ich den habe, habe ich so viele Optionen und Möglichkeiten. Und jetzt habe ich ganz versehentlich gedasht. Das wollte ich gar nicht. Also das kann auch passieren. Nicht so gut. Oh, shit. Aber ihr wisst ja, wir haben ganz viele Full Health und so Pillen auf dem Weg liegen lassen. Und ich weiß auch genau, warum. Okay. Ich meine das schon mal gehabt zu haben. Ich gucke jetzt nach, bevor ich es einsammle. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder in dem Modus, wo ich es nicht versauen möchte. Ich meine aber, das Ding schon mal gesehen zu haben. Was bist du? Da bist du. Belly Button. Drops one random trinket on pickup. Gives you an extra trinket slot. Ah, dann kann ich zwei Trinkets tragen. Aber das andere ist einfach nur Mulligan. Gut, ich meine, ich krieg Fliegen. Ah, wir nehmen Mulligan mit. Passt schon. Okay. Itemraum gefunden. Mehr haben wir hier nicht zu tun. Herzen liegen aktuell nicht rum. Passt. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich schon sozusagen die ersten Crack Keys habe.
Oder, komm her jetzt. Aber theoretisch könnte ich hier natürlich jetzt einen Quirk hier einfach mal einsetzen, so auf Risiko. Hallo? Ja, okay, der Dash geht nicht bis zum Ende des Raumes. Ich darf eigentlich jetzt in dem Modus, darf ich jetzt eigentlich nicht anfangen zu experimentieren, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Ich meine, gut, hier liegen jetzt Herzen rum. Ich könnte es mir leisten. Oh. Yes. More damage. Lego. Okay, einmal Crack hier einsetzen können wir ja. Kostet ja nichts. Ja, war dumm. Unnötiger Raum für Crack Key, komplett unnötig. Einmal der Dash hier runter. Und einmal der Dash hier runter. Aber dann kommen die Viecher raus. Ja, okay. War gar nicht so schlau. War gar nicht so schlau. So. Da der Itemraum in alle Richtungen sein kann. Aber jetzt haben wir noch mehr Herzen rumliegen. Das ist auch in Ordnung. Ah, da ist er schon. Perfekt. Schon gefunden. Alles gut. Bin happy. Mach dich weg. So. Jetzt muss ich wieder gut gucken. Ist es der Pilz oder der Pilz? Ich glaube, es ist der Odd Mushroom. Und dann wäre er für mich attraktiv. Weil ist Damage up, HP up, ist alles möglich. Ein bisschen Speed down, aber das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Es ist der Odd Mushroom, ne? Nicht, dass es dieser komische andere Pilz ist. Den will ich nicht. Und das Dings wäre Virgo. Dass man Schild bekommt, wenn man getroffen wird. Außerdem ist es gleichzeitig eins der Pillen-Positivmach-Items. Also Virgo wäre natürlich auch cool, weil so ein Schild wäre nicht verkehrt. Kann ich mein Damage überhaupt noch increasen bei 11,11? Das ist die nächste Frage. Wir haben 3 Lucks, 3 Luck. Also das Virgo ist abhängig vom Luck. Und wir sind schon langsam. Wir nehmen Virgo. Falls wir jetzt noch Pillen finden, sind es ja dann nur gute Pillen. Also, denke, es war die bessere Entscheidung. Oh, jetzt. Ja gut, Counterfeit brauchen wir wirklich nicht mehr. Dann ist jetzt natürlich das hier die bessere Wahl. Okay. Itemraum haben wir gesehen. Ah, Cracked Key mitnehmen. Cracked Key mitnehmen. Nicht, dass ich den anderen versaut habe und da irgendwas nicht funktioniert. Dann nehmen wir lieber erstmal den Kollegen hier mit. So ein Ding ist das. Okay. Weiter ab nach oben. Nächster Itemraum. Was haben wir hier? 8 Lavas. Na gut, kann ich einsetzen, kann ich eh nicht mitnehmen. Sollten wir also hier extra viel Damage taken, können wir hier uns schön heilen. Ja, also. Na, ihr merkt schon. Meistens ist der Dash ganz cool, aber man muss aufpassen, wie man ihn einsetzt. Und ich bin jetzt natürlich schon motiviert, den einzusetzen. So. Hilfe. Ja, okay. Das war das schwarze Herz. Aber ist nicht so dramatisch. Jetzt das Viech in der Mitte werde ich nicht mit einem Dash erledigen. Da werde ich Pech haben. Oh, den wollte ich gar nicht. Okay. Manchmal setzt man ihn auch versehentlich ein. Da muss man aufpassen, dass das nicht passiert. Sehr gut. Die kann ich bestimmt in einer Reihe einfach wegschmettern. Kommt mal in eine Reihe, Kollegen. Hui! Oh, komplett vorbei. Na gut. So, und da ist gleich der Itemraum. Perfekt. Rein da.
Dann nehmen wir natürlich das HP ab mit. Sind, glaube ich, sogar 2 HP ab. Oh, es ist 1 HP ab. Aber plus you feel healthy. Ich guck mal ganz kurz nach, was das bedeutet. Heile ich mich jetzt? Achso, alle zukünftigen roten Herzen heilen jetzt doppelt. Okay. Also es verdoppelt die Heilchance. Es verdoppelt die Heil... den Heileffekt. Sehr praktisch. Aber gut, dann können wir schon weitergehen. Dann können wir schon weitergehen. Itembomb haben wir gesehen. Abflug. Jetzt liegen hier die ganzen Dinger nämlich rum. Die ganzen Full Heal, ne? Würde ich natürlich gerne eine mitnehmen, kann ich aber nicht, weil ich ja Crack Key mitnehme. Das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, es ist tatsächlich auch gar nicht so blöd, wenn man sagt, ich will erstmal nur den Tainted freischalten und Beast macht man später und kombiniert es nicht, weil man dann sowas halt mitnehmen kann. Klar, der gute Spieler braucht es gar nicht. Der gute Spieler macht alles in einem Wisch. Ist mir schon logisch. Habe ich schon verstanden. Aber ich bin nicht der gute Spieler. Yo! Ich habe eine Frage. Der Ring um mich existiert ja jetzt. Und so bin ich unverwundbar. Wenn ich jetzt in der Nähe von einem stehenden Gegner bin, mache ich dann Schaden mit dem Ring? Das ist ein Ja. Das ist sehr interessant. Ich hab Zeit. So ist nicht. Ich hab Zeit. Das ist eine sehr interessante Kombination. Das ist eine sehr interessante Kombination. Und der Effekt hört ja auch nicht irgendwann auf, ne? Der Effekt hört ja an sich nicht auf. Also, warum soll ich es mir denn schwer machen? Okay, hier funktioniert es jetzt nicht so gut, weil bis der mal schießt... Ja, komm, den machen wir selber. Den machen wir selber. Da ist dann auch schon der Itemraum. Aber mit der Kombination bin ich jetzt wirklich gerade extremst guter Dinge, was Dogma angeht. Weil Dogma schießt ja durch die Gegend wie so ein Blöder. Der wird ja ständig einfach nur... Also ich hoffe, das funktioniert. Wir werden sehen. Ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Die Spur... Nee, dann nehmen wir lieber den Kollegen hier mit. Dann nehmen wir den Kollegen hier mit. Ach, es ist beides eine Spur gewesen. Ja, ich habe wieder verwechselt. Scheiß drauf. Wollte keine Spur mitnehmen, nehme Spur mit. Wurscht. Juckt. Juckt. Ah, Mist. Und jetzt hat sie ein Schild auch noch ausgelöst. Yo, ich bin gerade guter Dinge, was Beast angeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Okay. Nicht mal Explosionen können wir was anhaben. Ich muss es jetzt testen. Ich bin komplett unverwundbar mit diesem Modus. Das ist insane.
Okay, jetzt bin ich halt hier. Jetzt ist halt alles schnell. Jetzt kann ich, glaube ich, nicht, bis ich da jetzt mich zu Stein verwandle. Ja. Ist schon recht. So, jetzt mach dein Ding. Du blödes Mistvieh. Du kannst mich mal kreuzweise. Oh, das funktioniert ja überhaupt nicht. Dauert ja 3 Jahre, bis die getroffen wird. Na gut. Ich helfe ein bisschen mit. In Ordnung. Jetzt ist sie gecharmt und dann gibt sie eh Ruhe, das blöde Ding. Dann gibt sie eh Ruhe. Ach, Mist, nochmal getroffen. Okay, da ist der Strahl. Wir holen kurz die Herzen. Reicht jetzt ja ein Herz einzusammeln, denn wir heilen ja jetzt schon doppelt mit einem Herzen, ne? Haben wir ja gelernt. Ah, es sind E2. Ändert sich da dran nichts. Okay. Also ich brauche halt die Zeit, um diesen Effekt auszulösen. So, den brauche ich. Aber ansonsten läuft die Geschichte. Sehr schön. Ansonsten läuft die Geschichte. So, ein Itemraum noch finden. Und dann sind wir happy. Brauche jetzt nicht mal mehr holen. Ich hol's mal aus dem Grund. Jetzt, ich sammle jetzt Münzen mehr ein als nötig. Wegen. Schade. Wegen Luck-Up. Manchmal kriegt man ja Luck-Up mit Münzen. Das war der einzige Grund. Weshalb ich jetzt gedacht habe, ist vielleicht sinnvoll, das zu tun. Hat sich leider nicht bewahrheitet. Aber ist ja nicht so schlimm. Oha. Fishtail. Noch nie gehabt. Nehmen wir mal mit. Weil jetzt haben wir auch dingstechnisch hier, glaube ich, jetzt ist es nicht mehr so sinnvoll, das noch mitzunehmen. Sind wir mal ehrlich. Nehmen wir mal den Fishtail mit, was immer der macht. Okay. Ich denke, das ist wieder was, wo der Ring einfach jetzt den Raum cleart. Vor allem, wenn jetzt immer mehr zu mir kommen und dann auch noch anfangen zu schießen und sich gegenseitig einfach wegschmeißen. Ist einfach schön zuzugucken. Ich mag sowas. Das ist halt einfach komplett lame. Und dass das geht, ist halt insane. Der Ring plus das Blatt ist ja absoluter Abschuss. Oh ja, nice. Wir brauchen Speed-Up. Ganz wichtig, tatsächlich. Dass ich nicht in diesen Stacheln nachher lande. Sehr gute Geschichte. Beim Endkampf. So, das war die Geschichte. Wie gesagt, ich sammle jetzt selbst Münzen ein, auch wenn wir schon 99 haben, wegen Luck-Up-Sachen. Oh, der Typ. Da können wir eigentlich auch den hier machen. Ja, versuch dein Glück. Versuch dein Glück. Try it. So. Es dauert zwar jetzt noch länger. Damit wird der Part noch länger. Oh mein Gott, wir sind, glaube ich, schon bei 1,5 Stunden oder so. Wann muss ich die zusammenschneiden nachher? Ich muss kurz gucken. Ich glaube, das eine war dieses Telepathie-Item-Dings. Das hatten wir irgendwann am Anfang dieses Let's Plays hatten wir das mal. Ja, Telekinesis, genau. An active item that causes all enemy tears to be held in place and then thrown back from Isaac. Kann man immer wieder einsetzen. Recharge time 6 seconds. Ich weiß nicht, ob das für Boss-Tiers halt auch funktioniert. Wir lassen das mal. Und das andere... Das andere ist, glaube ich, ein neues Item. Genau, und zwar Plate of Cookie. Ah, die Tiers bekommen einen Zufallseffekt. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kann nicht schlecht sein. Sieht vor allem dann nochmal cooler aus, die ganze Geschichte. Ne? Ah, guckt euch das an. Sieht noch viel cooler aus.
So mag ich meine Tears. Okay, Abflug, wir haben Tainted Maddie. Passt. Wir haben Tainted Maddie. Jetzt nur nicht versehentlich den Crack Key vorher einsetzen. Wäre ziemlich doof. Ich weiß immer noch nicht, ob man es hier schon machen kann. Ich traue mich nicht. Will es nicht versauen. Würde ich irgendwann mal testen. Oh, wir sind auch noch Mother geworden. Ja, moin. Würde ich irgendwann mal testen, wenn wir zwei Crack Keys dabei haben oder so. Aber hey. Ab dafür. Puh. Sehr schön. Errungenschaft freigeschaltet. The Dauntless. Gut, na dann. Ich bin jetzt gespannt. Ich werde jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mich einfach so hinstelle und nichts tue. Ob er mir irgendwas kann. Achso, ich mache dem Fernseher so noch keinen Schaden. Ich muss mich ja so stellen, dass ich dem Fernseher Schaden mache. Ja, gut, wir gucken zu. Ich hab Spaß. Das dauert jetzt 3 Jahre, aber es ist mir so egal. Ich gehe hier kein Risiko ein. Es dauert halt wirklich gefühlt 3 Jahre. Aber ich gehe hier kein Risiko ein. I don't care. Aber langsam werde ich dann doch etwas ungeduldig, muss ich gestehen. Wenn ich näher an den Fernseher rangehe, mache ich dann mehr Schaden? Da ist in Ordnung. Mache ich jetzt mehr Schaden? Bin mir nicht sicher. I'm not sure. So, aber jetzt saust er ja eh durch die Gegend. Schauen wir mal, was passiert. Also Strahlen werden nicht reflektiert. Ich hoffe, dass beim Kreisel zumindest dann die Dinger reflektiert werden. Weil sonst dauert es auch 3 Jahre. Jetzt darfst du Kreisel. Jetzt macht er nicht Kreisel. Weißt du, so oft stresst er mich mit seinem scheiß Kreisel. Und jetzt macht er keinen Kreisel. Komm, mach mal Kreisel. Ich will mal Kreisel sehen. Danke. Ich dachte gerade, er trifft mich, aber er macht einfach nur... Okay. Ja, aber es dauert 3 Jahre so. Okay. Also wenn er den macht, kann ich ihn ja trotzdem angreifen, ne? Ich kann ja dem ausweichen, das ist ja nicht das Problem. Und sobald er Kreisel macht, kann ich dann ja sagen, okay, ich bleib einfach stillstehen. Na, jetzt bleibe ich stillstehen, bis er hinkommt. Haben wir die Geschichte durch. Und jetzt verstehe ich, jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Er geht immer gezielt auf mich. Er geht immer gezielt auf mich. Ich wusste bisher nicht, ob der Kreisel Zufall ist, aber er geht immer gezielt auf mich. Das konnten wir gerade sehr gut analysieren. So, das war's mit dir, mein Freund. Ne? Tschüssikowski. So. Kann ich in der Luft auch zum Stein werden? Yes. Und der schießt ja so viel, der müsste eigentlich jetzt oft genug getroffen werden von seinem Kram. Aber es ist irgendwie... dauert mir zu lange. Yo, hol dir Damage, Kollege. Sehr gut hast du das gemacht. Hol dir dein Damage ab.
Gibt's heute gratis im Angebot. Ja, okay, den besiegen wir jetzt auch noch so. Ich muss nur jetzt warten, bis ich losfliege, dass ich nicht gerade mitten in so eine Tier reinfliege. So. Mach mir mal ein bisschen selber Stress. Wenn ich energietechnisch kritisch werde, kann ich immer noch loslegen mit Stein. Jetzt kann man Stein machen. Weil jetzt bleibt er eh da und jetzt kann man alles reflektieren. Na, genau. Jetzt geht es auch ein bisschen schneller. So, ciao. Na, die ersten Treffer kann ich ja auch problemlos machen. Und dann können wir mal sagen, Stein. Und gucken, was passiert. Okay, selbst Gift macht mir nichts. Es tut ihm zwar jetzt auch nicht weh, weil er mich so nicht trifft. Das dauert 3 Jahre. Aber selbst Gift macht ihm nichts. Ja, schieb mich raus aus dem Gift. Sehr gut, danke schön. Finde ich super. Problem ist, wenn ich mich jetzt bewege, nehme ich Schaden, ne? Geht das auch irgendwann kaputt, das Ding? Das ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich muss jetzt Schaden nehmen. Kurz. Ja. Okay, das Viech werde ich nicht los. Ich muss ihn angreifen. Habt ihr ja gerade gesehen. Das funktioniert sonst nicht. Aber ist okay. Gar kein Problem. Aua. Ja, aber Gegner, die nicht zu mir kommen, da nützt es mir natürlich nichts. So, mal gucken, wie es mit ihm jetzt ist. Okay, das macht keinen Schaden und... Oh, ja, das haut ihm ordentlich drauf. Immer wenn es in mir explodiert, würden ja die maximalen... Ja, ja, das machen wir. Das können wir machen. Das ist okay. Er denkt sich auch so, verarsch mich nicht. Ciao. Ja, komm zu mir. Komm zu Papa. Oder Mama in dem Fall. Wobei es ja trotzdem eisig ist, nur halt als... MacDi, also eigentlich ist immer noch Papa. Ach, und wir haben ja das Messer auch noch und machen damit auch nochmal Schaden. Fällt mir jetzt erst auf. So, reflektiere ich die Dinger auch? Nein, die reflektiere ich nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Dann müssen wir da leider ein bisschen angreifen. Aber jetzt kann ich hier, glaube ich, den machen. Sehr gut. Geh ins Messer. Jawohl. Da freut sich das Messer und der Kreis freut sich mit. Tschüss. Ah, war noch gar nicht. Tschüss. Dachte, war schon. Tschüss. Jetzt ist Tschüss. So, Beastie Boy. Ich geh mal in dich rein. Machst du mir Schaden? Nö. Cool. Ja, dann fahren wir eine Runde jetzt, ne? Ist das geil! Ist das genial! Er wird sich so... Er fühlt sich so verarscht einfach. Juckt nicht die Bohne, das Blatt. Das Blatt ist insane in Kombination mit dem Kreis. Wobei jetzt wahrscheinlich es sogar reich würde, dass ich das Messer habe. Oh Mist, jetzt ist er zu weit weg. So kann ich... Na, so ist natürlich Quatsch. Na, dann schießen wir mal wieder eine Runde. Ups. Oha.
gar nicht realistisch, dass die Dinger runterfallen können. Gehst du hier hoch jetzt? Na komm, wo tauchst du auf? Beast? Ja, hier tauchst du auf. Sehr gut, machst du das. Perfekt. Jetzt ist er wieder drüben. Na gut, machen wir es mal normal zu Ende. Aber ihr seht, wenn man zu wenig Speed hat, ist die Passage nämlich schon kritisch. Weil da muss man böse gut ausweichen können. Und schnell hoch und runter kommen. Ah, ich wollte nicht dashen. Huch. Da habe ich einfach gedasht. Ah, jetzt habe ich den Schild gerade. Auch cool. Ja, aber ich meine, es ist ja wirklich nur noch einfach abschießen. Kein Thema mehr. Während des Schilds kann ich jetzt sogar in ihn rein und den Rest wieder so machen. Tschüss. Nice. Ewig langer Part, aber immerhin. Wir haben Candy Heart freigeschaltet. Tschüss. Was immer Candy Heart ist. Gut. Das war interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.